Guten Morgen, Sonnenschein. Morgen, Mr. Dexter. Morgen, Sheriff. Wurde aber auch Zeit. Wo ist mein Junge? Hä? Wo ist mein Junge, du verfickter Bastard? Okay. Du spielst hier den Harten, was? Na gut, du Arschloch. Siehst du das junge Ding da, das alle haben wollen? Gut. Meine Forscher sagten mir, dass sie nur dadurch fit bleibt. Jetzt sieh sie dir an. Wie ein schwaches Kind. Mr. Dexter! Halt's Maul! Fuck! Was ist das für ein beschissener Ort hier, Clive? Ich hab keine Ahnung. Gütiger Himmel! Das gehört Mrs. Cooper. Danke, Wichser! Du hast meinen Sohn getötet, stimmt's? Hören Sie, sagen Sie ihm besser, was er wissen will. Ich meine, Unfälle passieren hier doch immer wieder. Hey, Mr. Dexter, kommen Sie. Sie können sich um Ihr Geschäft kümmern, das hier kläre ich. Na los. Ich will meinen Jungen wieder haben. Habe ich Sie jemals enttäuscht? Nein, also. Ja, dann waren es nur noch zwei. Ja, Mahlzeit zusammen. Victoria wurde uns wieder um Haaresbreite wegstibitzt. Während wir uns mal kurz fragen, was Blake Dexter eigentlich erwartet hat, was dabei rumkommt, wenn er sich mit dem Hitman anlegt. Dadurch, dass er jetzt so rumheult, er möchte seinen Jungen wieder haben. Junge musste nur in die Wüste fahren, kleines Löchlein buddeln, dann finsten. Alles in allem können wir zusammenfassen, dass sich Blake Dexter und seine Entourage mehr als qualifiziert haben für eine kinetisch induzierte Belüftungsöffnung des Denkapparates, möchte ich meinen. Von daher werden wir uns erstmal hier Houdini-mäßig befreien. Abracadabra, schwupp, schwupp. So machen wir das hier. Und werden mal zusehen, dass wir uns hier aus diesem kleinen Loch rausbefreien, um dann unsere To-Do-Liste abzuarbeiten, an dessen erster Stelle natürlich der Sheriff steht, mit dem wir noch ein Hühnchen zu rupfen haben. Und dann, denke ich mal, werden wir fortführen und Blake Dexter und allem, was ihm lieb und teuer ist, den Garaus machen. Das halte ich mal für einen guten Plan. Und natürlich Victoria zurückbeschaffen, das wollen wir jetzt nicht vergessen. So, alles klar? Die Tür hat keine Klinke, kein Schloss und der Sheriff hat wohl mitgedacht. Ich meine, ich könnte versuchen, mich hier durch das kleine Katzentürchen hier euch zu zwängen. Aber mehr als die Glatze dürfte da nicht durchpassen. Gut, haben wir hier sonst was von Interesse? Ein Stuhl und ein Knopf. Wir nehmen den Knopf. Der Stuhl wird uns wohl nicht weiterhelfen bei der Stahltür. Upp! Hilfe, Hilfe, es brennt. Schnell kommt. Rettet mir, bevor ich bei lebendigem Leibe verbrenne und ihr keine Gelegenheit habt, mich umzubringen. Mahlzeit. Verdammter Scheiß. Ja, echt mal. Typisch. Einfach typisch. Ja. Ich kümmere mich darum. Ja, und ich kümmere mich um dich. Kuckuck. Kleine Massage. Ja, ich sollte definitiv üben. Alles klar. Gut, wir befinden uns immer noch irgendwie so im gefängnismäßigen Bereich. Polizeiwache, wo auch immer. Also ist so ein Bullen-Outfit wohl nicht die verkehrteste Wahl. Schwuppdiwupp. Außerdem ist die Sonnenbrille einfach cool. So, mein Freund. Dich schicken wir mal nach Panama. Rein damit, Klappe zu, UPS-Sticker drauf und ab dafür. Ja. Mahlzeit, du Heulsuse. Ja, mach ich. Das war der Sergeant.
Sah ziemlich glücklich aus. Wir nehmen ein Stromkabel. Hat wahrscheinlich gerade seine Sitzung. Aus Mangel an anderen Waffen. Naja, egal. Ich habe die Pistolen vorne am Schalter für dich hinterlegt. Das ist gut zu wissen. Ja, echt. Mehr wollte ich von dir auch eigentlich. Zweck erfüllt. Junge, Verbindung unterbrochen. Melde dich bei deinem nächsten Mobilfunkanbieter. Dein Kumpel reist nach Timbuktu. Und schwupp. So. Ja gut, jetzt durch das komplette... Nö. Wir nehmen den Lüftungsschacht. Lüftungsschächte sind unsere Freunde. Schwupp, da Zippo an und ab dafür. Tü-tü-tü-lü. Jedes Jahr müssen wir während des Volksfestes deinen besoffenen Arsch einbuchen. Volksfest, geil. Mich wundert eigentlich, warum keiner das Zippo durch die Lüftungsschicht leuchten sieht, aber naja. Boah, Junge, du bist so ätzend gut gelaunt bei der Arbeit. Ist ja ekelhaft. Gute Laune bei der Arbeit, ey. Wo gibt denn so eine Scheiße? So, und das hast du jetzt davon. So fröhliche Menschen wie du versauen mir den ganzen Tag. So. Rein mit dir in die Wuthöhle. Kannst du mal drüber nachdenken, was du angestellt hast. So. Alles klar, da vorne befinden sich unsere Waffen. Die wollen wir haben. Wir sondieren die Lage. Ein Zivilist, ein geistesabwesender Polizist und ein weiterer Polizist, der da sinnfrei in der Ecke rumphilosophiert und über den Sinn des Lebens nachdenkt. Okay, jetzt kommt er hier rüber, das ist unpraktisch. Okay, der Plan ist wie folgt. Sollte der Kerl nochmal darüber gehen und über die Komplexität des Seins nachdenken, werden wir reinschwupsen, uns die Knarren schnappen, an dem Tresen verstecken, weil der da so geistesabwesend ist, und durch die kleine Klappe da hinten abhauen und durch die Vordertüre rausspazieren. Wenn das mal gut geht. 3, 2, 1, los. So, schwupp, schwupp, Phase 1, zack und zack und raus und hierhin, tüdelüdelü und wieder hier raus, schwupp, voll Ninja-mäßig, Jung. Sheriff Skurky, fuck, wir nehmen Ihre Stadt ein. Sagen Sie, wer sind Sie? Das ist meine Scheißstadt. Zeigt Ihnen, was wir meinen. Oh, nicht schießen! Ich bin der Shadow! Yo! Gott! So ein Idiot! Alpha Team, Mission fortsetzen! Finden Sie 47! Ja, alles klar. Vom Hitman verfolgt, angeschossen, fast überfahren und beinahe in die Luft gesprengt. Man könnte meinen, heute ist nicht Skurkys Tag. Ja, also die Agentur ist jetzt auch auf den Plan getreten, fängt an hier rum zu terrorisieren. Und auch wenn die nicht besonders gut schießen können, wie wir gerade gesehen haben, möchte ich mich jetzt ungern mit denen da allen anlegen. Das heißt, wir umgehen die gepflegt mit einer Huha-Kung-Fu-Rolle. Und weil heute Tag des Purzelbaums ist, noch eine. Das macht Spaß. So. Ja, man muss halt auch mal wissen, wann der der Abzugsfinger die Schnauze zu halten hat. Jetzt zum Beispiel. So. Ja, die da nehmen wir trotzdem mal mit. Man weiß nie, ob ich es nicht doch verkacke. Hier, Kollege. Da ist nur Rauch und Dampf und Büsche. Total uninteressant. Geh mal weiter. Ja, danke. Wurzelbaum! So. Hopp. Hupp. Ha. Alles klar. Wir nehmen wieder unser Stromkabel. Die Klavierseite für Arme. So. Ihr Kollege. Was röchelst du denn so? Ich brauche deine Klamotten. Nicht dein Tag heute, würde ich sagen. Ja, deine Taschenlampe, die darfst du natürlich behalten. So.
Kannst du mit der Taschenlampe mal hier den Container durchleuchten? So schwer sah der eigentlich nicht aus, dass er so ein Radau beim Reinfallen macht. Aber naja. Ist klar, da vorne steht mein Doppelgänger und sein allerbester Freund. Und die wollen da wohl auch nicht weg. Ne, die haben sich lieb. Okay, mein Instinkt ist voll. Wir machen noch mal einen auf der Neue aus der Großstadt. Ich kenne dich. Ja, ich bin's, der mit der Neurodermitis am Hinterkopf. Oh, das juckt so schlimm. Alles klar, das ist dann wohl die DNA-Spur des Sheriffs. Jungs, weitermachen. Observiert mal den brennenden Tanklaster. Total interessant und so. Oh, der Sheriff hat mit Fingerfarben gemalt. So. So schlimm sah die Verletzung jetzt doch nicht aus. Naja. Wenn wir Glück haben, löst sich das Problem von alleine. Auf den nächsten 2-3 Kilometern. So, ich bin raus. Schwupp. Ja, was ist denn hier los? Geht's noch? Ja, den Schraubendreher, den nehmen wir mit. Man weiß nie, wann man ein improvisiertes Wurfgeschoss braucht. Ah, halt. Wir wurden ja verprügelt. So ein paar Pillchen können das richten. Hey, ich will da raus. Ist klar, die Agentur ist nicht gerade dezent. Ja. Der Geruch von Napalm am Morgen, herrlich. Alles klar. Der Rauch verdeckt die Sicht, das ist schon mal gut. Elite-Einheit ist jetzt weniger gut. Viel zur Elite. Wir haben wieder den altbekannten toter Kamerad-Trick angewandt. Ein relativ fieses Ablenkungsmanöver, wie ich finde. So, der Kampfanzug sieht geschmeidig aus. Den nehmen wir doch mal. Ist klar. Wir scheinen schon ein bisschen Rauch inhaliert zu haben. Anders kann ich mir nicht erklären, warum 47 jetzt sich auch noch die Gasmaske angezogen hat. Weil ich persönlich denke ja so, zu Tarnungszwecken ist so eine Gasmaske durchaus brauchbar. So, rein mit dir. Mein Kollege kommt auch noch dazu. Hey, der hat noch meinen Schraubenzieher. Warte mal. Den nehmen wir mit. So viel Zeit muss sein. Die Halle fackelt ab, kurz vorm Einstürzen, aber wir räumen auf. Emsig wie die Eichhörnchen. Alles klar, da ist ein bisschen mehr los. Leute, ich funk mal die Zentrale an. Ja, Zentrale, bitte kommen. Was für Pappnasen habt ihr da eigentlich eingestellt? Ich meine, ihr schickt hier 30 Mann hin. Die suchen mich. Aber sind zu doof, mich von ihren Kameraden zu unterscheiden. Ich meine, okay, hier drin ist Rauch und so, aber so ein bisschen mehr Professionalität wäre jetzt auch nicht verkehrt. Naja, was will man machen? Kompetentes Personal ist halt schwer zu finden, kann ich verstehen. Alles klar, Zentrale, macht's gut. Schlecht ausgeleuchtete Fluchtwege. Wenn das die Genossenschaft erfährt, das gibt Mega.
Boah, frische Luft, Junge. Herrlich. Meine Fresse. Dazu hallen aber auch immer so einen Krach beim Einstürzen machen müssen. Hier, mein Freund, kotzt du dich mal weiter aus. Ja, jetzt ist aber auch mal gut hier. Ah, Ruhe. Wer soll denn auch bei dem Krach in Ruhe töten? Nee, nee, nee. Ja, Schloss knacken. Schloss knacken können wir. Besser als Computer bedienen. So, hops. Rabbit hier. Ich bin am Kontrollpunkt. Positioniere mich bei 45 Grad Südwest. Roger Rabbit, gehen Sie in Position. Wir treiben das Ziel raus. Over. Ja, treibt ihr mal. Ey, da unten ist aber Stimmung. Volksfest. Volksfest mit Bleibeilage. Astreine Taktik. Leute, wir suchen wen. Wir bringen euch einfach alle um. Der Richtige wird schon dabei sein. Alpha Team, wie ist euer Status? Over. Der Status ist tiefenentspannt. So. Schwupps. Na, wir verschaffen uns noch mal einen kleinen Überblick. Na, die hier wollen wir Skylight. Nicht. Habe Sichtkontakt zum hiesigen Sheriff. Nähert sich der Kirche. Soll ich ihn ausschalten? Over. Hm. 15 Negativ, Schuss. Skylight. Ist jetzt auch nicht unbedingt die Welt. Die Kartons scheinen mir auch nicht kugelsicher zu sein. Die Knarre ist nicht schallgedämpft. Und das sieht mir auf den ersten Blick nach mehr als 15 aus. Nee, lieber nicht. Nee, das lassen wir. Wir versuchen es dezent. Mhm. Alles klar, und los geht's. Ich meine, wir hätten genug Gründe, das Personal der Agentur so ein bisschen zu dezimieren, aber ich habe die Befürchtung, da ziehen wir jetzt zurzeit den Kürzeren. Wenn es eben bei 5 Mann schon keine gute Idee war, dann ist das jetzt bei so gefühlten 30 wohl eine relativ sehr, sehr schlechte Idee. Hier, Typ, guck mal nach deinen Geiseln da. Ich mach einen Purzelbaum, weil das macht Spaß. Oh, alles klar. Wir versuchen uns jetzt hier möglichst elegant, klammheimlich durchzuschlawinern. Möglichst weit, weil ich bezweifle, dass mein Instinkt ausreicht, um bis ganz hinten ans Ende von dem Platz zu kommen. Ja, toll. Finde ich sehr schön von dir. Wie sie alle wimmern. Wegen den paar Pistolen und Gewehren, meine Güte. Okay. Okay, das läuft gut. Das läuft fast zu gut. Okay, hier chillen wir uns nochmal kurz. Ah, der kommt dahin. Ich merke, das war die richtige Wahl. Wenn er sich jetzt umdreht, habe ich ein Problem. Hier, Typ, bitte geh. Ja, Zentrale, bitte kommen. Ja, immer noch alle total unfähig hier. Ich weiß auch nicht, wo ihr das Pack her habt. Sonst ja. Okay, okay. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Okay. Zack.
ja, geschmeidig wie eine Katze, möchte ich meinen. Wir haben uns instant wieder umgestrüppt. So machen wir das nun mal. Weil so mit einem blutverschmierten Anzug sehen wir einfach gefährlicher aus. Oh, ich möchte mit dem Dreier drüber fahren. Ich mag aber. So, Sheriff. Ja, die Kirche ist wohl die richtige Wahl. Kannst du nochmal deinen letzten, jetzt habe ich den Faden verloren. Hier, das komische Dings mit dem Schöpfer, letzte Ölung und so, gedönsmäßig hier, ab dafür. Ja, der Wagen steht hier auch schon bereit. Das ist, mitgedacht, möchte ich meinen. So, hier. Super awesome Auftritt in 3, 2, 1. Deine Waffe. War denn jetzt selbst? Sind Sie verletzt, mein Sohn? Oh, du Heilige. Sie sind ein Schisser, Sheriff Skarki! Ich erschieße diesen kleinen Wichser! Cowboy. Ja. Bitte, ich kann doch nicht in einer Kirche sterben. Letzte Chance. Wo ist Victoria? Oh, verpiss dich einfach! Blackwater Park! Blackwater Park! Ja, alles klar. Wir haben den Sheriff, unseren Punkt 1 der To-Do-Liste, stylisch abserviert, möchte ich meinen. Haben von dem natürlich noch schnell rausfinden können, wo Victoria hingeschafft wurde. Mit unseren mehr als adäquaten Verhörmethoden, möchte ich meinen. Von daher machen wir uns jetzt mal auf den Weg zum Blackwater Park, um unsere To-Do-Liste weiter abzuarbeiten. Ich glaube, der nächste Punkt war alles, was Black Dexter lieb und teuer ist, umlegen. Von daher machen wir mal weiter, wa? Siehst du das junge Ding da, das alle haben wollen? Gut. Meine Forscher sagten mir, dass sie nur dadurch fit bleibt. Jetzt sieh sie dir an. Wie ein schwaches Kind. Du Dexter! Halt's Maul! Fuck! Was ist das für ein beschissener Ort hier, Klein? Ich hab keine Ahnung. Gütiger Himmel! Das gehört Mrs. Cooper. Danke, Wichser. Du hast meinen Sohn getötet, stimmt's? Hören Sie, sagen Sie ihm besser, was er wissen will. Ich meine, Unfälle passieren hier doch immer wieder. Hey. Uns mal kurz fragen, was Blake Dexter eigentlich erwartet hat, was dabei rumkommt, wenn er sich mit dem Hitman anlegt. Dadurch, dass er jetzt so rumheult, er möchte seinen Jungen wieder haben. Junge musste nur in die Wüste fahren, kleines Löchlein buddeln, dann finsten. Alles in allem können wir zusammenfassen, dass sich Blake Dexter und seine Entourage mehr als qualifiziert haben für eine kinetisch induzierte Belüftungsöffnung des Denkapparates, möchte ich meinen. Von daher werden wir uns erstmal hier Houdini-mäßig befreien. Abracadabra, schwupp, schwupp. So machen wir das hier. Und werden mal zusehen, dass wir uns hier aus diesem kleinen Loch raus befreien, um dann unsere To-Do-Liste abzuarbeiten, an dessen erster Stelle natürlich der Sheriff steht, mit dem wir noch ein Hühnchen zu rupfen haben. Und dann, denke ich mal, werden wir fortführen und Blake Dexter und allem, was ihm lieb und teuer ist, den Garaus machen.
Das halte ich schon mal für einen guten Plan. Und natürlich Victoria zurückbeschaffen. Das wollen wir jetzt nicht vergessen. So, alles klar. Die Tür hat keine Klinke, kein Schloss. Und der Sheriff hat wohl mitgedacht. Ich meine, ich könnte versuchen, mich hier durch das kleine Katzentürchen hier euch zu zwängen. Aber mehr als die Glatze dürfte da nicht durchpassen. Guten Morgen, Sonnenschein. Morgen, Mr. Dexter. Morgen, Sheriff. Wolle aber auch Zeit. Wo ist mein Junge? Hä? Wo ist mein Junge, du verfickter Bastard? Okay. Du spielst dir den Harten, was? Na gut, du Arschloch. Mr. Dexter, kommen Sie. Sie können sich um Ihr Geschäft kümmern. Das hier kläre ich. Na los. Ich will meinen Jungen wieder haben. Habe ich Sie jemals enttäuscht? Nein. Also. Ja, dann waren es nur noch zwei. Ja, Mahlzeit zusammen. Victoria wurde uns wieder um Haaresbreite wegstibitzt. Während wir...